Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FirstCast TV. Heute spielen wir Finesse Roulette. 5 Finesse Methoden, eine Flasche. Worauf die Flasche zeigt, das müssen wir angeln. Wenn wir damit einen Fisch fangen, haben wir die Methode abgehakt. Moin! Mittagspause! Los geht's, ey! Tot hier, ne? Ausgestorben. Dinosaurierland ist hier. War das jetzt schon einer von euren guten Spots? Genieß doch mal den Moment und leg dein Handy weg, Alter. Das ist ja nervig, diesen Clip. Ach, Fisch schon! Alter, was ist das bitte für ein Fisch? Wenn wir gewinnen, dann wird Flo bestraft. Wenn wir verlieren, werden wir bestraft. Jetzt lassen wir erstmal das Boot ins Wasser und dann geht's los. Viel Spaß bei der Folge. So, wir sind an der Boat Ramp und wollen das Boot ins Wasser lassen. Ja, das Wetter sieht genial aus. Die Jungs sind auch richtig hyped. Ich denke, die haben schon alles auf dem Boot hinten fertig gemacht während der Fahrt. Und jetzt geht's ab nach draußen. So Leute, das Boot ist im Wasser. Wir haben perfektes Wetter. Wir warten jetzt noch ganz kurz auf Buddy und dann geht's ab zum Finesse Roulette. Ich bin gespannt, was für Köder wir fischen müssen und ob wir ein paar dicke Barsche mit überlisten können. Buddy, auf geht's! Die 5 Finesse Methoden, ich hoffe, ich krieg sie zusammen, sind Skirt the Jig, Net Rig, Carolina Rig, Free Rig und Drop Shot. Ich bin gespannt. Ich würde am liebsten als erstes Carolina Rig ziehen, weil ich war eigentlich sehr erfolgreich damit. Und ihr? Ich würde am liebsten Skirt ziehen am Anfang. Das geht immer. Ich hätte tatsächlich nichts gegen einen Dropshot, aber ja, am Ende zeigt sich jetzt, wer was bekommt. Wir können es uns nicht raussuchen dieses Mal. Ist das Polizei? Wir haben gerade festgelegt, der Älteste im Boot darf zuerst drehen. So sieht's aus. Ich hoffe ja unbedingt, ja, der Älteste bin ich, auch wenn man es nicht sieht. Ich hoffe ja unbedingt, dass ich Carolina kriege. Und vor allem nicht Dropshot, ich hasse Dropshot. Das kann man schon als Carolina werten lassen, würde ich sagen. Oder? Ist schon eher Carolina Rick als Dropshot. Juhu! Carolina Rick! Du bist dran! So. Ich fange mit Free Rig an, wie es aussieht. Jetzt muss der Wecki noch kommen. Auf geht's, Wecki. Ich hoffe, dass ich das Net Rig bekomme. Dropshot. Das mag ich ja gar nicht. Egal. Los geht's. Vielleicht fange ich heute mal einen großen Barsch auf Dropshot, dann mag ich es vielleicht danach. Männer, ab ans Spot. Auf geht's. Darf ich deine Route nehmen, Buddy, mit dem Dropshot Rig? Das ist doch schon mal schön. So, ich bin gespannt. Ich fische selten Free Rig, aber ich bin motiviert und fuchs mich da jetzt in die Technik rein und hoffe, dass ich die ersten Barsche damit fangen kann. So, FirstCast TV. Erster Wurf muss gleich ein Biss sein. Neulich hat es geklappt, wo war denn das? Erster Wurf gleich ein 45-Pluser. Ey, haben wir heute wenigstens das Measureboard dabei? Nee, das ist so dumm. Noch eine kleine Regel, damit der Fisch zählt, muss er mindestens 30 cm sein. Also ein Mini-Barsch zählt jetzt nicht, um die Methode abzuhaken. Biss, biss, biss. Ah, ein guter Biss, ey. Ja. Oh. Oh, guckt euch das an. Alles runtergeschoben. Ein sehr schöner Biss, erster Wurf, das macht doch Mut. Jetzt hier direkt. Jetzt hast du gesehen? Siehst du? Schön. Ja, erster Fisch. Ein Zander! Hey! Wahnsinn. Der zählt natürlich nicht. Haben wir das überhaupt definiert? Es geht auf Barsch. Ganz halt Bisse gehabt. Das ist ein ganz, ganz kleiner. Ui, der darf direkt wieder zurück. Zählt also nicht, aber ein bisschen Aktion. So, jetzt geht's los. Schnall dich an, Dustin. In Schweden war das so krass. Da hatten wir das auch in der Perch Pro. Das habe ich nur rausgefunden, weil mich jemand angerufen hat. Da war das so, keine Bisse bekommen, nichts. Da habe ich einen Dropshot dran gemacht. Hat mich jemand angerufen. 2, 3, 4 Sekunden gehalten. Boom, Biss. Ich sagte, hä? Und dann haben wir die nur noch so gefangen. Dropshot rein, nichts gemacht. Und nach 3, 4 Sekunden kam der Biss. Das war richtig krass. Und sobald du den bewegt hast,
ging gar nichts mehr. Ich weiß nicht, vielleicht finden wir da noch eine Aufnahme von. Es war auf jeden Fall krass. Ah, Fisch on! Ah, Fisch on! Guter Bass. Ja. Meine auch sehr gut. Ja. Eins. Ja, ich würde sagen, abgehakt. Das Dropshot. Dropshot gar nicht so doof, ne? Leute, wir wollten gerade eben die Anmoderation mit Flo machen für meinen Köder. Und dann hatte ich den Köder direkt am Boot stehen und habe auf den Flo gewartet, damit ich dann die Rute rausziehen kann. Und in dem Moment ist hier ein echt schöner Barsch eingestiegen. Jetzt kein Endbarsch, aber 40 hat er. Da ist der Barsch. Ich zeige euch mal ganz kurz den passenden Köder dazu. Needle, 3,5 Inch, 10,05. Und ich würde mal sagen, das ist der erste 40 plus Barsch des Tages. Direkt vor dem Boot, oder besser gesagt, unter dem Boot ist der eingestiegen. Mega. So kann ein Angeltag beginnen. Geil. Der Kollege darf gleich wieder zurück. So Leute, Dropshot Rig ist abgehakt. Ich konnte mit dem Needle gleich in den ersten Minuten Fisch fangen. Needle, prädestinierter Köder fürs Dropshot Angeln. Und wie Dustin kurz davor erklärt hat, einfach nur halten. Also ich habe in dem Moment eigentlich nicht aktiv geangelt. Ich habe nur auf den Flo gewartet und dann, ja. Man könnte sagen, ein typischer Wecking-Moment. Ja, typischer Weckinger. Egal, das war der erste. Nichts machen und Fisch fangen. Was ist das? Skirted. Skirted. Geil. Ja, der ist zwar vom Buddy, den lasse ich hier liegen, aber ich habe meine eigenen dabei. Geil, freue ich mich. Ja, sauber Felix, ey, auf das Dropshot einen dicken Barsch. Ja, auf dein Dropshot. Und jetzt Skirted. Oh, auch ein richtig geiler Köder. Kombiniert mit der Craw. In wohl unserer Lieblingsfarbe 10.01. Wenn das nicht der Schlüssel zu einem richtig großen Barsch ist, dann weiß ich ja auch nicht. Hol was raus. Versuche es. Fisch. Jawohl. Sehr gut. Kein Hit großer, drin. Aber auf jeden Fall 30 plus. Das heißt? Ah, der ist gar nicht so klein, das. Abgehakt. Abgehakt. Carolina Rig. Das könnte auch ein 40er sein. Ich würde eher sagen 38, aber auf jeden Fall Carolina Rig abgehakt. Jetzt muss ich wieder drehen. Eieieiei. Gut, der darf zurück. Upsa. Carolina Rig angelt man ja eigentlich immer gerne im Winter. Seit 2-3 Jahren ist bei mir auch im Sommer eine absolute Waffe. Ich habe früher immer gedacht, ach, Carolina Rig mache ich im Winter. Nee, im Sommer fange ich damit so gut, oder nicht nur ich, ja, alle, die hier auf dem Boot sind. Deswegen, unterschätzt das nicht. Langsames Fischen im Sommer kann richtig, richtig effektiv sein, vor allem, wenn es so extrem heiß ist. Oder, Buddy, würdest du mir da recht geben? Ja, definitiv. Auf jeden Fall mal alles andere ausprobieren. Ja. Jetzt sagen wir es, am ehesten Freerig, oder? Ist nicht meine favorisierte Methode, aber fängt auf jeden Fall gut Fisch. Und das Gute ist, dann, nee, sind wir, Buddy fischt auch Freerig. Ja. Yeah. Naja, ich helfe dir, Buddy. Mach das. So, ich montiere mir jetzt einen Freerig, einen passenden Haken suchen und dann geht's los. Fisch. Guter Fisch. Guter? Ja. Jetzt komm zu dir. Jawohl, Buddy. Auf ihn. Auf Freerig, oder? Ja. Dann kann ich ja gleich aufhören. Ich habe heute gar nicht montieren auf Freerig. Seh nicht? Jawohl. Die hat auch 40 plus, mein Lieber. Ja. Ganz langsam über den Boden. Wirklich nur ganz kleine Sprünge gemacht. Die ganze Zeit ein bisschen aggressiver gefischt und jetzt super langsam. Und auf einmal kann man. Und gerade habe ich noch gesagt, ey, wir müssen mal testen, ob sie nicht aggressiver wollen. Einfach noch eine Runde langsamer gefischt. Irre. Und das im Hochsommer. Mega. Naja, hier dein Fischmaschine. Dankeschön. Ich lasse dir das mal runter. Dann, ey, dann muss ich auch gleich, müssen wir beide gleich nochmal dingsen, weil. Hier, aufs Freerig, 10.05, Creature. Hat mega funktioniert. So, da ist mein erster Fisch. Oh, mega geiler Barsch. Und wie gesagt, kam aufs Freerig. Auf den Creature. Geiler Fisch. Jawohl, Freerig abgehakt. Jetzt sind es nur noch zwei. Und jetzt heißt es Flasche rausholen, das letzte Mal drehen. Mal gucken, was ich jetzt bekomme.
Warum das letzte Mal? Du kannst ja noch zwei abhaken. Ja. Wenn wir so schlecht aber ich gehe davon aus, dass du jetzt eins abhakst. Und ja, ich habe ja gerade, ich war gerade fertig dabei, meinen scheiß Freeweg zu montieren. Dafür kriegst du den Biss, ey. Habe ich jetzt wieder einfach mir, weil es ja nur noch Net und Skirt im Rennen. Das heißt, ich habe mir direkt einen Snap reingemacht, dass ich einfach Net eins von beiden fischen kann. Jawohl! Flasche raus, Skirt raus, Net raus und mal gucken, was ich jetzt kriege. Ich will ja unbedingt Net eigentlich haben. Ah, das zählt als Net, oder Jungs? Das kommt gelten. Einverstanden. Das ist doch das ganz, ist ganz klar Net. So, Buddy, du musst aber auch noch drehen. Ich bin dran. Buddylicious. Geil, neuen Spitznamen. So. Buddylicious. Mal gucken, ob wir jetzt zusammen Netrig abhaken oder ob ich du das Skirt den mit Skirt fischen musst. Wenn Vicky fische. Das ist über der Hälfte. Richtig. Also das ist eigentlich Skirt. Deswegen wir Skirt. Beide müssen Vicky jetzt Skirt abchecken. Abchecken, abhaken. So, und da du hier unser erfahrenster Echolot-Profi bist, suchst du jetzt mal mit dem Side-Imaging ein paar dicke Barsche. Das wird wahrscheinlich hier ganz gut funktionieren. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Also, wenn ich die Barsche suche, nutze ich am liebsten das Side-Imaging, wo man ziemlich viel Fläche auf einmal absuchen kann. In dem Fall scannen wir jetzt 20 Meter nach links, 20 Meter nach rechts. Das macht 40 Meter insgesamt, die wir hier abscannen. Stehen jetzt hier ungefähr auf 3-4 Meter. Und ich kann jetzt quasi auf meinem Bildschirm gucken und sehe links und rechts die Strukturen. Und wenn ich irgendwo ja, wie so kleine Reiskörner oder Schatten sehe, dann ist es ein gutes Indiz dafür, dass es Barsche sein könnten. Kann natürlich auch Weißfisch sein, aber sobald wir sowas auf dem Echolot haben, würden wir uns das Ganze einmal markieren und stellen dann das Boot so hin, dass wir auf eine entspannte Wurfdistanz kommen, so 15, 20 Meter davon entfernt und können dann die Fische gezielt anwerfen. Also hier sieht es ganz gut aus. Ah, na dann mal los, First Cast, Alter. Am neuen Spot, also eigentlich nicht am neuen Spot, wenn man ehrlich ist. Der gleiche Spot, nur ein bisschen weiter entfernt, ne? Bei mir, wie gerade gezogen, kommt jetzt der Skirt dran. Jetzt hier 12 Gramm Jigkopf und dann ein Creature als Trailer. Damit habe ich sehr gut gefangen in den letzten paar Tagen und deswegen denke ich, dass es jetzt auch ganz gut funktionieren sollte. Jetzt Net im Rennen, relativ groß Net. Jetzt merkt man aber auch, die Bisse von den kleinen Fischen bleiben aus. Ich hoffe auf den dicken. So wie Buddy. Ich fisch's ganz langsam, wirklich schleiß über den Grund und wenn es steht, hau ich immer ein bisschen in die schlaffe Schnur, dass der Schwanz so oben schön vibriert und warte darauf, dass ein Fuffi kommt und den so einsaugt. Ha, hast du schon Angst? Zwei Methoden müssen wir noch abhaken, dann wirst du bestraft. Bin mal gespannt, was mich erwartet. Ja, ich auch. Ich weiß noch nicht. Ja, zwei Würfe noch, dann fahren wir woanders hin, oder? Guten Wald hier. War nix. Satz mit X. Aber ich bin mir sicher, da kommt noch was heute. Wir sind am nächsten Spot angekommen. Diesmal ist es ein Plateau. Ich habe hier noch nie gefischt. Buddy und Dustin kennen das Plateau schon. Und wir versuchen mit unseren, ich sag mal, in Anführungsstrichen aufgezwungenen Methoden jetzt hier zwei Barsche zu verhaften. Buddy und ich mit dem Skirted Chick, Dustin mit dem Net Rig. Ich bin zuversichtlich, dass jetzt hier gleich der erste Biss kommt. Netrig fische ich nicht wie ein Jig, dass ich über den Grund jigge, sondern ich fische ihn so, dass er wirklich immer auf dem Grund so steht und dann nur oben mit dem Schwanz so kleine Mikrovibrationen macht. Und ich muss zugeben, sieht jetzt nicht ultra sexy aus, aber die Barsche lieben's. Und konnte so schon echt, vor allem an schwierigen Tagen, richtig schöne Fische fangen, hoffentlich jetzt auch. Also ich würde jetzt den Tag nicht als schwierig bezeichnen, aber einen schönen Fisch würde ich gern haben. Oh. Biss? Ja. Ach, da war der Biss. Leider verknallt. Vermutlich ein kleiner Fisch. Schade. Aber man sieht, es gibt ein bisschen Aktion auch. Fisch. Guter. Nicht so groß wie der eben, aber oh fuck, Alter, Buja, oh Netrig, Alter, das ist ein Puffi, ne? Mhm. Ein ganz dicker Puffi. Alter, was ist das bitte für ein Fisch?
Yes! Ich hab's gerade noch gesagt, dass die Großen dann manchmal auf das stehen, wenn der Schwanz so ein bisschen wackelt, keine Bewegung, nichts abheben und ey, das ist ein Fuffi. Ah, guck mal, den Köder hat er schon ausgespuckt. Da ist er. Unser neuer Net. Ich weiß nicht, ob er schon auf dem Markt ist, wenn die Folge rauskommt. Ich glaube aber eher nicht. TPE-Material. Und hier dieses Wackeln des Schwanzes hinten. Das ist das Wichtige. Und jetzt habe ich euch einen wunderschönen Fisch. Danke, Buddy, fürs Keschern, danke fürs Halten. Oh doch, das könnte ein Fuffi sein. Oder? Was meinst du? Ja, auf jeden Fall. No. Hm. Und das ist ein richtiger Bulle. Uah, Alter! Jungs, was ist das für ein Fisch, ey? Der könnte sogar mehr als 50 haben, oder? Was magt ihr? Also, Netrig abgehakt. Geil, mit so einem Fisch eindrucksvoll bewiesen, dass das funktioniert. Wow, guckt euch das Tier an. Ah, puh, das war geil, ey. Ah, Netrig, richtig, richtig geiler Fisch. Jetzt fehlt nur noch ein Köder. Die Craw, was auch immer. Craw und Skirtechick. Und dass das funktioniert, wissen wir eigentlich, oder? Wissen wir. Ja, ich habe jetzt eigentlich noch Lust, das weiter zu fischen, weil es war echt cool. Ja, hätte ich auch. Ey, der Köder ist so geil, ich liebe ihn. Ich freue mich so, wenn der rauskommt. Okay, weiter geht's. Jetzt gilt's zum Schluss nochmal den Skirtechick abzuhaken. Und dann haben wir die Mission tatsächlich completed. Vicky ist schon so entspannt und sich so zielsicher, dass er schon breitbeinig auf dem mittleren Sitz sitzt, während wir hier nur am Angeln sind. Aber ich denke, Vicky, schnapp dir die Rute und auf geht's. Na, ein letztes gut. Mal angreifen. Wenn's sein muss. Moin! Mittagspause! So, ich würde sagen, ich mache einen Vorschlag. Wir wissen ja, hier sind Fische, dicke. Wir gehen tanken und dann gehen wir zu einem anderen Spot, gucken, ob wir da auch was fangen. Ja. Oder, Buddy? Machen wir so. Cappy verloren auf dem Weg hierhin. Ist nicht so unüblich auf einem Nitro. Aber jetzt kommt der unangenehme Part des Tages. Die Kiste wieder voll tanken. Aber ist nicht schlecht, wenn man so einen Sugar Daddy dabei hat, dann ist es nicht schlimm. Gehen wir ein bisschen nach vorne. Ja, das ist, wenn hier amerikanische Ingenieurskunst auf deutsche trifft. Das matcht nicht immer so. Habe ich bei meinem alten Boot auch gehabt, dass der Tankstutzen da nicht so richtig reinpasst. Wie viel Liter? 106 Liter. Brauchst du Hilfe drin, oder? Nee. Brauchst du Hilfe im Hochklären? Du kannst bezahlen, wenn du willst. Das gibt meine finanzielle Lage aktuell das leider wäre, nicht her. Das wäre eine sehr gute Hilfe eigentlich. Ja, aber das gibt meine finanzielle Lage aktuell leider nicht her. Der Dustin übernimmt die Tankrechnung. Dafür lade ich dich auf ein Eis ein, okay? Super. Ja. Thank you. And again, you send it to me, right? Yeah, perfect. Hier. Mach den Mann mit, ja. Heute werden Storys geballert. Thank you. See you next time. Bye bye. Weiter geht's. Mission erfüllen. Danke, Männer. Gerne. Becky, du sitzt auf dem Mülleimer, deswegen kannst du es auch gleich wegschmeißen. Genieß doch mal den Moment und leg dein Handy weg, Alter. Das ist ja nervig, diesen Trip. Den ganzen Tag nur das Handy in der Hand. Wir genießen jetzt das Eis, machen die Kamera kurz aus und am nächsten Spot, da sehen wir uns wieder. Ich fische jetzt hier unsere Craw am Skirted Jig. Das kennt ihr alle aus dem YPC Boat. Da haben Vicky und ich da richtig abgeräumt. Und apropos Vicky, der hat bei sich im Online-Shop bei CMW, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung, so eine Rubrik First Cast TV. Da findet ihr genau die Köder, die Craw und auch vor allem die Skirted Jigs, die gibt es nämlich immer irgendwie nirgendwo von Kitech. Guckt mal da rein. So, und jetzt haken wir hoffentlich Köder Nummer 3 ab. Nummer 5. Köder Nummer 3 wäre es, wenn ich den abhaken würde, aber als Team Köder Nummer 5. Noch hatten wir gar keinen Biss auf die Craw. Ich hoffe, das ändert sich gleich. Denn mit den anderen Ködern ging es echt Schlag auf Schlag. Neuer Spot, neues Glück. Arsch ist auch nass. Von was denn? Von deinem Sitz? Nee, weil ich so heiß auf den neuen Spot bin. Wer den Fisch jetzt fängt, ist mir eigentlich egal. Mir ist nur wichtig, dass wir als Team gewinnen. Das ist entscheidend. Drei Craws auf einen Quadratmeter geworfen. Machen wir Schwarmeffekt.
Fisch. Oh, dicker Barsch. Jawohl! Drinnen! Buddy? Du hast geschummelt? Ja, Entschuldigung. Diese Riesenmurmel hilft uns leider nicht bei unserer Challenge, denn Buddy hat soeben mal zu einer Nidel gewechselt. Ja, ich wollte gerade eben mal was anderes ausprobieren. Nachdem die Jungs weiter für die Challenge fischen, habe ich mir gedacht, komm, ich probiere mal was altbewährtes und tatsächlich erster Wurf mit der Nidel am Dartjig. Arschgeiler Barsch, also wirklich traumhaft und der stand richtig drin. Also er hat gut gekämpft. 44. Geil, ich liebe große Barsche. Hammer. Jetzt greife ich aber wieder zur Craw und dann versuchen wir die Challenge zu completen. Ja! Da ist er. Ich hab den Kescher, Buddy. Jungs, das könnte... Nicht groß, aber Skirtechick. Skirtechick. Und 30er ist er. Und drinnen! Wir haben die Challenge geschafft, Jungs. Jawohl! Geil! Du bist nicht in meinem Team, haben wir gesagt. Deswegen haben wir ihn gefangen. Nein. Flover. Nein. Nein, Flover. Wir freuen uns trotzdem, dass wir es geschafft haben. Als Angler, nicht weil wir dich bestrafen, sondern dass wir das als Team geschafft haben. Aber auch wegen der Bestrafung bist du. Ich freue mich auch, dass ihr es geschafft habt. Mega. Da ist er. Ein wunderschöner Barsch. Der ist aber auch nicht klein. Ja, aber groß. Ende 30? Groß ist er auch nicht. Aber ist okay. Besser als nichts. Ich setze ihn zurück, oder? Flo hat verloren, weil er nicht an uns geglaubt hat. Deswegen haben wir gerade überlegt und überlegt und überlegt und wir sind einfach auf nichts gekommen. Aber erinnert euch an Up North, da haben Vecchi und ich schon mal eine Challenge gegen Flova gewonnen. Da ist er von der Klippe geschwungen. Wir machen jetzt einfach die Holland Edition davon, würde ich sagen. Und du musst von diesem Turm da springen. Ich kenne auch andere Türme hier. Ich finde, das ist ganz fair. Ist tief, kann nichts passieren. Ist eine kleine Überwindung, ist kalt. Ich finde, das ist eine humane Bestrafe, oder? Ja. Bin einverstanden. Bestrafung. Seid ihr alle einverstanden? Du auch? Ja, bin ich einverstanden. Flo, es kommt davon, wenn du gegen uns spielst. Ja, ist er. Genau. Ja, einfach mal uns vertrauen. Flo, du wolltest gegen uns hier spielen. Ja. Heute Morgen meint er so, ja, auf gar keinen Fall schafft ihr das. Ihr könnt, ihr seid richtig schlechte Angler. Und jetzt denkt er sich so, oh, scheiße, hätte ich das mal nicht gesagt. Jetzt tut er so, als ob er nett gewesen wäre, ne? Flower? Ich habe zum ersten Mal davon gehört, dass ich gegen euch spiele, als wir rausgefahren sind. Ja, ist, die Kamera auf die Straße, ist ja. Klar. Ja? Ja. Flo, Vecchi? Daran kann ich mich nicht erinnern, Flo. Ich nämlich auch nicht. Du weißt, wir hatten heute Morgen beim Frühstück ein Briefing. So sieht's nämlich aus. Ja. Also schon hoch. Nein. 3-4 Meter? Niemals 4 Meter. Nee. Ich glaube nicht mal 3. Doch, 3 auf jeden Fall. Nee. Doch. Rollentausch? Rollentausch. Ich hab keinen Bock. Ja, super Winkel hier für mich. Für dich. Stopp, hoch. Tür noch ausziehen, ne? Nein. Tür raus und hoch da. Boah, was ist das denn für eine Maschine, sag ich dir. Ja, der Ober, der ist schon in Form. Ja. Geht so. Im, ja. Im Gegensatz zu uns. Alles voll geschissen hier. Rückwärtshaltung. Hochflot. 3, 2, 1. Und Abmoderation. Angenehm. Leute, wie immer, liken, kommentieren, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Hey, bleib drin!